Moinsen, Stefan hier, herzlich willkommen bei den Happy Ones, Servus. Oh, gestern war ich im Baumarkt. Hab ja erwähnt, wir bauen hier gerade so ein bisschen um, so mit Schlaf und Büro und Tausch, und dann wollen wir so ein bisschen was mit indirektem Licht und so machen. Und in diesem Zuge war ich eben gestern in einem Baumarkt meiner Wahl bei uns im Industriegebiet. Großes Ding, egal welche Firma das ist. Und da habe ich was erlebt und das brachte mich so ein Stück weit zum Nachdenken. Nämlich, vielleicht hast du das verfolgt, vor einiger Zeit, schon ein paar Tage her, da ging es einigen Baumärkten ganz, ganz schlecht. Ja, da wurde auch eine große Kette irgendwie, die war dann plötzlich weg, hat nicht mehr so richtig funktioniert. Und das ist natürlich nicht nur bei Baumärkten gefallen, das ist auch bei Karstadt, denen ging es mal schlecht. Und grundsätzlich könnte man ja vielleicht sogar unterm Strich herauskristallisieren, dem Einzelhandel geht es nicht besonders gut. Und dann kommt das böse Internet. Und ja, die Menschen, die kaufen ja nur noch da, weil da ist ja billiger und bequemer. Und pass auf, Folgendes habe ich erlebt. Als ich gestern in den Baumarkt gefahren bin, da habe ich noch etwas mitgenommen, weil zufälligerweise gleichzeitig war bei uns zu Hause, wir haben im Bad so einen großen Spiegel mit zwei so, naja, Leuchtstoffröhren, sagten wir da früher zu, also die stecken da so im Spiegel drin. Die eine war kaputt, das ist doof, kann man die Pickel nicht mehr so ordentlich ausdrücken, also neu kaufen. Ich mit diesem Ding, damit ich auch das gleiche wieder kaufe, oder ein passendes zumindest, rein in diesen Baumarkt, bevor ich mich umgeguckt habe für unsere anderen Sachen, die wir so machen wollen. Und ich habe keinen gefunden, also keinen Mitarbeiter. Ist ja erstmal nicht schlimm, die haben eine Menge zu tun, das ist mir durchaus bewusst. Dann gibt es da so ein Infopoint mit so einer Klingel. Da habe ich geklingelt und dauerte es, weiß ich nicht, 5 Minuten, die werden dann lang, aber ist ja alles okay, ist alles schick. Da habe ich echt Verständnis vor, weil ich weiß, dass die viel zu tun haben. So. Und dann kam ein etwas älterer Herr dann auf mich zu. Ich hatte dann diese Leuchtstoffröhre, die kaputte, in der Hand. Und das allererste, ohne Scheiße, das allererste, was der zu mir sagte, war: Die gibt's nicht mehr! In so einem Ton. Und ich sag: Guten Tag erstmal. Ja, weiß ich, habe ich gehört, weil hier Energiesparen und so. Ich suche ein vergleichbares Modell, so von der Größe. Ja, die gibt's ja nicht mehr! Wieder in dem Ton. Langer Rede, kurzer Sinn. Und das ist die Frage, die ich mir und vielleicht auch dir stelle. Sind diese Leiden, die der Einzelhandel zu erleiden hat, sind die selbst und hausgemacht? Oder ist das wirklich der böse Kunde? Ist das wirklich das böse Internet? Oder wo, was auch immer als Begründung hergezogen wird? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Denn was ist dann gestern passiert? Na, ich brauchte ja so ein neues Licht. Aber es gab unterschiedliche. Es gab von günstig bis recht hochpreisig. Welches habe ich genommen? Ja, das billigste. Weil ich keinen Bock hatte, noch irgendwie darüber nachzudenken, ja, gibt's was Besseres, was länger hält, ein schöneres Licht hat oder was auch immer. Da hat den Typen aber auch gar nicht interessiert. Der hat nur gesagt, die gibt's von da bis da. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, ja, aber vielleicht hat der ja nicht so viel Spaß an seinem Job. Kann ich durchaus verstehen. Wenn der nur Verkaufsgespräche führt, so wie er die geführt hat, dann hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ey, bin ich ganz ehrlich, dann würde ich diesen Job auch nicht gerne machen. Dann würde ich auch mit so einer Laune da reinlaufen und mit einer noch bescheideneren wieder rauslaufen. Es geht aber anders. Und jetzt erzähle ich dir eine kleine Geschichte, und die ist tatsächlich passiert. Die ist super geil. Die erzähle ich auf meinen Trainings auch manchmal. Wir hatten mal Trainings für einen großen deutschen Leuchtmittelhersteller mit Sitz in München, wie immer der auch heißt. Ja, der Slogan lautet: Hell wie der lichte Tag. Und das ist auch schon ein paar Tage her. Damals waren da war das Glühbirnenverbot. Ja, vielleicht hast du was mitbekommen. Früher hat man, wenn Lampe kaputt war, rausgeschraubt, neue für 50 Cent reingeschraubt. Und der Kars war bissen. Die hielt jetzt wieder 1, 2, 3 Jahre. So, und dann wurden die aber irgendwann verboten, ja, weil irgendwie, das war ja mehr eine Heizung als ein Licht, ja, weil so mit dem Glühdraht und so, das war alles nicht besonders cool, also nicht so besonders effizient. Oder die Regierung gesagt, machen wir weg. Und dann gab es diese Ersatzleuchtmittel dafür. Einmal CFLI, das war so diese großen mit Quecksilber, total ungesund, wenn die runterfällt, bist sofort tot und so. Und es gab dann die ersten LEDs. In so normal, wir nennen es immer langläufig, Glühbirnen. Also blöde an den Dingern, die waren super cool. Die haben 30 Jahre halten die und alles geil. Blöd nur, kosteten halt 50 Euro für ein so ein Ding. Und es gab Verkäufer, mit denen haben wir dann zusammengearbeitet. Und diese Verkäufer, die sollten, durften, mussten, however, in Baumärkten, also in den vielen unterschiedlichen Ketten, genau diese Leuchtmittel verkaufen. Und dann gab es die waren total überhaupt gar nicht erfolgreich.
Die standen nämlich den ganzen Tag nur bei sich am Stand und haben darauf gewartet, dass ein Kunde kam und gesagt hat, boah, 50 Euro für eine Glühbirne, super, da nehme ich gleich mal zwei mit. Einer war wirklich erfolgreich. Und wir haben uns überlegt, Mensch, wie macht denn der das? Also mit dieser Vertriebsbude, die diese Verkaufsaktion gesteuert hat. Und den haben wir besucht und der hat Folgendes gemacht. Der ist morgens rein in so einen Bauladen, also einen Baumarkt, und hat sich 101-Cent-Stücke mitgenommen. Wache Geschichte, crazy Typ. Junger Bengel, aber ein geiler, geiler Junge. 101-Cent-Stücke, und er ist rein in so einen Bauladen, im Baumarkt und ist dann, weil die Kunden kommen halt irgendwie total selten zu dir, ist quer durch diesen Baumarkt gerannt, zu den Teichfolien, zu Schlagbohrmaschinen, zu Kerzenständern, zu was auch immer. Und dann ist er zu einem Kunden, der irgendwo stand, hingelatscht, hat 1 Cent genommen, jetzt habe ich keinen, hätte ich vorbereiten müssen, und hat gesagt, schönen guten Tag, ich habe hier was für Sie. Und die Deutschen, das ist so ein bisschen unser Ding, wir machen das mal so. Hat er den Cent da reingelegt, umgedreht, hat gesagt, okay, tschüss, schönen Tag noch. Und ging langsam wieder davon. Und was ist jetzt passiert? Sehr berechenbare Sache. Entweder der Kunde hat gesagt, und weg, ja auch passiert, aber nicht so oft. Was viel häufiger passiert war, war Folgendes. Der Kunde hat gesagt, ey, Moment, stopp, komm mal ran, was soll denn das? Und dann hat dieser junge Verkäufer gesagt, ach, Mensch, ich bin schon total verhuscht heute Morgen, habe ich ganz vergessen, wollte ich Ihnen ja noch gesagt haben. Wissen Sie, unter uns, ich habe zu Hause bei mir alles auf Energiesparlampen umgestellt. Ja? Ich spare jetzt so viel Geld, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Und heute habe ich mir überlegt, heute mache ich den Menschen mal eine Freude. Und jetzt sind wieder nur zwei Sachen passiert. Entweder der Kunde, der bei den Teichfolien stand, hat gesagt, geh weg, du stinkst. Ja, okay. Dann habe ich gesagt, oder der Verkäufer gesagt, ja gut, dann muss ich duschen. Oder, und das ist viel öfter passiert, der Kunde hat anders reagiert, nämlich mit, hä? Wie Leuchtsparen, Licht, wie, hä? Und dann hatte er sein erstes Ziel erreicht, er war im Gespräch. Der Typ hat 100.000 Mal mehr verkauft als die anderen und zum einen, und zum anderen, er hatte Spaß dabei, weil er lustige Momente hatte, weil er geile Situationen hatte. Und das ist so ein bisschen die Message an dich. Weißt du, wenn du einen Job machst, 9 to 5, und du findest den abgrundtief zum Brechen, um Himmels Willen, dann such dir bitte, bitte, bitte was anderes. Wenn du allerdings so ein bisschen reingerutscht bist in dieses vermeintliche Hamsterrad, dieses, es passiert ja eh nichts, ist ja immer das Gleiche. Ich habe viele Jahre Einzelhandel hinter mir. Ich kann durchaus sagen, ich weiß, von was ich spreche. Dann überleg dir, warum mag ich diesen Job eigentlich doch ganz gerne? Als Verkäufer meinetwegen Kundenkontakt. Ja, und was sind die Punkte, die mich stören? Nervende Kunden, meckernde Kunden, immer das Gleiche, nicht erfolgreich. Und jetzt fang da an, bitte darüber mal nachzudenken. Fang doch mal an, darüber nachzudenken, was kannst du in deinem Job anders machen, um einfach mehr Spaß zu haben, um einfach auch mehr Erfolg zu haben, um einfach am Ende des Tages zu sagen, und das geht in jedem Job, das geht, davon bin ich fest überzeugt, in jedem Job, um am Ende des Tages zu sagen, das war heute ein cooler Tag, ich hatte echt Spaß in den Backen. Es gibt einen Film, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich gerade sage, bei jedem Job geht das. Da kam mir ganz kurz der Gedanke an Müllmänner, können die auch Spaß haben? Gab einen Film, Man at Work mit Charlie Sheen und Emilio Estevez. Den kannst du dir ja mal angucken. Ja, das sind zwei Müllmänner und die haben so einen Traum. Die Message ist eine andere in diesem Film, das ist so ein seichter Krimi, Humor-Krimi. Aber die haben auch Spaß in den Backen bei ihrem Job. Gut, die sind jetzt auch irgendwo an der Küste und nicht in Unterhagen bei Regenwetter. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, in jedem Job kann man Spaß haben. Als Krankenschwester, als Müllmann, als Verkäufer, als, weiß ich nicht, Umzugshelfer, als völlig egal. Such du dir, wenn du im Job bist, in Lohn und Brot stehst, such dir die Gründe, warum habe ich damals diesen Job gewählt. Wenn es nur so war, um irgendeinen Job zu machen und ich finde ihn scheiße, dann such dir einen neuen Job, um Himmels Willen, ganz im Ernst. Wenn du aber sagst, ja, ich habe diesen Job bewusst gewählt, dann schreib dir auf, was waren die Gründe und was ist davon heute übergeblieben und was kann ich daran ändern, dass es wieder geiler wird. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Einen schönen Dienstag. Einen erfolgreichen Dienstag, einen einfach mal anders sein Dienstag. Und ich fahre heute nicht im Baumarkt. Ich fange jetzt an, Kisten zu schleppen. Von unten nach oben und von oben nach unten. Guck mal, morgen wahrscheinlich passe ich kaum noch in dieses T-Shirt rein. In diesem Sinne, alles Gute dir, bis die Tage. Happy One bleiben. Tschüss, tschüss, dein Stefan.